Hi ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Darkest Dungeon. Und zwei Areale sind clear, ein Areal müssen wir noch. Ne, zwei Areale müssen wir noch. Das heißt, uns erwarten noch mindestens vier Bosse. Und das ist alles Crap. Was macht das hier? Prot, Stress und Accuracy. Das ist gar nicht so schlecht, der Ring. Aber ich will den Cove erstmal meiden. Ehrlich gesagt. Deswegen schauen wir mal. The Wield ist ziemlich viel mit Gift. Deswegen hätte ich da jemanden gerne, der Gift heilen kann. Kilipa. Müssen wir eh noch trainieren. Deswegen passt das ganz gut. Dann Saria, auch für den Schadensausstoß. Dann brauchen wir noch ein paar Elite-Kämpfer. Beziehungsweise, wie wär's denn mal, wenn wir Lord Crane? Ist da ein bisschen problematisch. Ja, Lord Crane ist ein bisschen problematisch. Aber warum nicht? Dann müssen wir das halt ein bisschen tauschen. So. Und jetzt brauchen wir noch jemanden. Ja, das Problem ist, dann haben wir aber niemand, der wirklich heilt. Und ohne einen richtigen Heiler ist das Suizid. Sorry, Lord Crane. Das nächste Mal vielleicht. Ich würde auch gern Werwolf-Dings mal wieder mitnehmen. Der kann in der vordersten Reihe nicht alles machen, deswegen nehmen wir ihn mal mit. Er muss auch trainiert werden. Er muss auch stärker werden. Ach nee, Achelia will ja nicht mit dieser Kreatur zusammenarbeiten. Es gibt leider nur zwei Heiler, das ist voll nervig, dass es nur wirklich zwei effiziente Heiler gibt. Dann muss Dorian halt mit. Wird schon reichen. Okay. Mal die ganz extravagante Gruppe. So, erstmal die Gilde. Dorian hat alles gelernt. Er kommt hier hoch. Zarya hat noch nicht alles gelernt. Adrenalin. Ja, warum nicht? Komm. Dann Werwolf-Dings. Oh Gott, war das teuer. Yay! Alles gelernt und ich habe kein Geld mehr. Ich muss was verkaufen, definitiv. Kilipe braucht auch noch. Oh Gott. Okay, gucken wir mal. Das haben wir gesagt, letztes Mal ist Crap. So. Was ist noch Crap? Das behalte ich mal. Die Mustard-Creme. Crap. Legendary Bracelet ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Haben wir noch irgendwie so ein Nachtding? Können wir auf jeden Fall verkaufen. Doppelten Dinger hier. Sunring, Suncloak, Camouflage Cloak. Diese ganzen grünen Sachen, die benutze ich doch eh nie, oder? Ich meine, seriously, die benutze ich nicht. Aber die sind auch nicht wirklich viel wert. 150? Wow. Die Dinger kann man überhaupt nicht verkaufen. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. So, jetzt haben wir, glaube ich, genügend Geld. So,
So, vorerst. Weil Killipal braucht natürlich jetzt auch noch bessere Ausrüstung und Saria braucht natürlich bessere Ausrüstung. Wir haben schon wieder kein Geld mehr. Unglaublich, wie schnell mir das Geld hier weggeht. Das ist alles Zeug, was ich brauche. Außer das hier, Virtual. Ja, weg. Ich darf es gar nicht erst dazu kommen lassen, dass die Virtual Chance so hoch geht. Deswegen. Und wie gesagt, die Sachen hier nehmen wir eh nicht mit. Deswegen. So. Okay, jetzt haben wir alle ausgerüstet. Hurra, hurra, hurra. Gott. So teuer. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Du darfst hier noch Encourage lernen. Du hast 4 Fähigkeiten. Deine Fähigkeiten sind kacke. Und du kannst noch eine Fähigkeit dazu lernen. Auch encouragen, komm. Okay. Das heißt, wir können jetzt unsere Trinkets verordnen. Erstmal das hier auf jeden Fall noch auswählen. Du bekommst deine Fiole. Und die Karte. Wichtig, dass du nicht so sehr, dass du ein bisschen erkundest. Hier brauchen wir die Heilungsding und dass du weniger Stress bekommst, weil weniger Stress ist immer gut. Die Shackle auf jeden Fall und das Nahkampfding. Das sollte relativ gut sein. Und sie bekommt das hier und den Legendary Bracelet. Ist jetzt zwar ein bisschen langsamer, aber das passt. Oder doch lieber so? Ja, so gefällt mir schon besser. Nice. Okay. Du bekommst auch noch das hier dazu, sonst vergesse ich es nur. Provisione. Erstmal nehmen wir alles Essen mit, was wir haben. Wir nehmen 2 Stacks Fackeln wieder mit. Wir nehmen mal einen Schlüssel mit. Schlüssel kann man immer gebrauchen. Ein Ding. Und wir haben eigentlich einen dabei, aber... ich nehme mal von dem hier was mit. Nur damit es nötigste ist. Wir müssen langsam mal wieder auf einen Gold Run gehen, aber... gehen wir mal los. Wir gehen in den Wald zu den 7 Zwergen. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Okay, da ist schon mal eine Barrikade im Weg. Nature herself. Und ich glaube mit Bandage, nein? Was dann mit dem hier? Nein? Was mit Gift? Ja, Gift! Und damit haben wir schon das meiste wieder verbraucht. Wir müssen alle Raumkämpfe machen, deswegen muss ich leider diesen Raum hier durchsuchen. Okay, wir können mal hier weiter gucken. Wie viel Prozent hast du? 70%. Good enough. Da weiß ich auf jeden Fall, dass ich da mit Bandagen reingreifen kann. Haha! So. Gold, Gold, Gold. Wir könnten auch mal wieder so einen Secret-Raum oder sowas vertragen. Wir nehmen zwar immer Schlüssel mit, aber Secret-Räume kriegen wir so gut wie nie. In letzter Zeit. Da sind plötzlich jetzt eine Falle aufgetaucht. 70%. Wir halten uns stressfrei. Hast du Weakening Curse? Ja, du hast Weakening Curse. Sehr schön. So, jetzt kommen schon mal die ersten. Ihr habt jetzt schon Hunger. Leute, wir sind gerade erst los.
Ja, mach auf. It's trapped! Na super. As the light gains purchase, spirits are lifted. Euer fucking Ernst. Gibt's doch nicht. Ernsthaft. Kann ich ihn betäuben? Er hat 100% und das sind, ja, das ist zu knapp. Dann komm, erweck den Tiger in dir. Muss sein. Wie viel Schaden macht das? 16 bis 28. Das hier hat eine Knockback, aber sonst nichts. Das macht zu wenig Schaden. Aber der Schaden staffelt sich dabei jedes Mal, ne? Aber machen wir erstmal Melee. Und du kannst ihn stunnen. Komm schon. Gib uns ein bisschen Zeit. Nice. Nice, nice, nice. Dann vergiften wir ihn direkt. Und er kommt erstmal dran. Collector Call! Ja, das war klar. Mal sagen, wir holen dich direkt nach vorne, oder? Und jetzt brauche ich den Rake Damage! Buff dich hoch, so gut du kannst. Verdammt, hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt könnte es reichen. One Ability. Anfällig machen. Naja. Da kommt jetzt natürlich die Guard ins Spiel. Aber wir machen weiter mit Rake Damage. Nice. Dich da hinten will ich gar nicht erst, dass du irgendwie auf eine dumme Idee kommst. Dodge, war klar. Na, was willst du machen? Show Collection. Dürfte nur Stress sein. Er schützt jemand anderen, das ist sehr schön. Das heißt, wir können ihn noch ein bisschen. Ah, hat einen falschen getroffen, stimmt ja. Verdammt. Blade Grenade oder ihn vergiften? Lieber ihn vergiften. Je schneller der Head Collector fällt, desto besser. Kurz mal nochmal Stun reinhauen. Je mehr er gestunt ist, desto wesentlich Headhunt. Oh, schön, schön ausgewichen. Rake. Der Schaden macht wird immer besser. Das ist sehr geil. Wie viel Leben hast du? 4. Das würde dir aber nicht genügend Schaden machen. Dann gucke ich nochmal, dass ich dich debuffen kann. Weakening Curse. Je weniger Schaden du machst, desto besser wahrscheinlich. Okay. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, dich nochmal zu betäuben. Deswegen vergiften wir gerade weiter. Und... Hack, hack! Fucker! Du bist doch betäubt. Schön. Also der Collector stirbt auf jeden Fall. Dann können wir das auch direkt hier so beenden. Headhunt. 11. Das ist okay. Headgames! Viel Spaß da hinten. Bumm. Und du heilst erstmal gar nichts. 8 Crit Heal, naja, könnte besser sein, aber. Rake Damage ist jetzt nicht so hoch. Ich kann dich aber wieder zurücktransferieren. So.
Und alles mal ein bisschen hier regenerieren und heilen. Ja, warum nicht? Herr Thorn! Tse. Glaubst du, dein billiger Schaden interessiert mich? Kette ins Gesicht hier. Und noch ein Hack hinterher. So sieht's aus. Das sollte ihn killen. Aber vorher machen wir noch mal null Heal mit Blutung. Absolution. Je weniger Stress er hat, desto besser. Heilt das? Ja, es heilt. Cool. Ha. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Wollen wir dich, Tante, mal nach vorne? Transformation. Dann könnten wir jetzt sie direkt dodgen lassen. Perfekt. Iron Swamp. Schade. Nicht den Schaden, den ich mir gehofft hätte. Aber die haben relativ hohe Plague Resistance. Versuch war es wert und hat geklappt. Curse of Vulnerability. Gedodged. Wuggle, wuggle. Ja. Die können gar nichts. Du stirbst. Sehr schön. Ist das alles, was du kannst? Ja, das kriegst du. Noch schnell vergiften. Oder sie resisten lassen. Die beiden Gebrüder Fallobst lassen wir mal hier schön so stehen und du wirst einfach mal von dem Tentakel erwürgt. Du wolltest doch schon immer mal in den Hentai mitspielen, alte Frau, oder? Nein? Pech. Der nicht mein fucking Problem Award. Rage. Mehr. Je mehr wir von diesem Sweet Sweet Gift drauf machen, desto besser. Das heißt, ich kann jetzt auch mein arm Bestie wieder zurücktransformieren lassen. Dass sie sich heilt. Dorian, es ist dein Ernst mit den Heals so langsam. Komm. Kette. Ja. Oh, ich gupe und swipe und mache einen Crit. Holy shit. Und wieder voll. Absolution, du hast mir zu viel Stress. Der dürfte jetzt eindeutig an dem Zeug verrecken. Ich meine, der hat so viel von dem Gift drauf, das. Ich brauche Gold und keine anderen Sachen gerade. Deswegen nehmen wir nur das Zeug mit, was auch wirklich Gold bringt. Ja. Bandagen weg, Edelsteine. Hei ho, hei ho, wir wandern und sind froh. 5% ist gut genug, hei ho. Empty Sack. Leider nichts entdeckt.
Schlecht. Ja, genau deshalb. Ist es dein Ernst, dass jetzt Slow Reflexes eingehandelt? Ah. Seid ihr wirklich so neugierig und... Okay. Wir müssen auf jeden Fall nach da hinten. Zwei Kämpfe erwarten uns. Ich frag schon gar nicht mehr. Nee. Oh Gott. Ich hasse diese Viecher. Kette. Gut so. Dann Gift. Immer gebrauchen. Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Wollte gerade sagen, das dürfte nicht so viel Schaden machen. Vulnerability. Machen ihn direkt anfällig und marken ihn und alles. Ich glaube, von den ganzen Fähigkeiten ist nichts, was mehr Schaden macht gegen Gemarkte, aber naja. Der dürfte sterben. Weakening! Blablabla. Hacken einfach rein, vergiften ihn, machen und tun. Gucken, wie viel Gift wir auf ihm stacken können. Ah, das dürfte eigentlich. Wollte gerade sagen, das dürfte eigentlich nicht so schlimm sein. Ja, heil dich hoch, Absolution. Dann können wir noch hier deine Wunde reinigen. Au. 26er Kritil. Und voll. Ja, das Bluten ist ein bisschen schade, aber der stirbt am Gift nächste Runde. Das heißt, wir können jetzt uns voll auf bisschen aufs Heilen konzentrieren. Ja, komm, Absolution. Stress ganz runter. Go for the kill! Nice. Und weiter geht's. Ja, komm, mach auf. Glitzer. Was erwartet uns hier? Weakening Curse, Vulnerability Curse, macht Dodge runter. Die hat mir eindeutig zu viel Dodge. So, nice. Dann für alle Fälle, falls sie es überlebt, betäuben. Iron fucking Sworn! Sie hat es überlebt. Dann kotzen wir jetzt noch die Leute voll. Aber sie haben es beide überlebt, verdammt. Okay, das geht noch, das kann ich relativ einfach heilen. Sie wird wieder erwürgt. Gute alte Erwürgen. Wenn nichts hilft, das Erwürgen hilft. Kette ins Gesicht, der muss erstmal betäubt werden. Kein Bock jetzt, mich mit dem rumzuschlagen. Und wenn wir schon mal dabei sind. Mark Prey! Au! Also manchmal. So, komm mal her. Dann. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich betäube, ist relativ gering. Deswegen. Lieber ihn ein bisschen vergiften. Erwecke den Hügel in dir. Rake oder? Ne, normaler. So sieht's aus.
Wicked Hack. Okay, das hat nichts wirklich viel gemacht. Ausgewichen. Ich wollte eigentlich, dass sein Dodge runtergeht, aber... Naja. Betäuben wir ihn einfach nochmal. Gift hochstacken, wenn er nicht resisten würde. Und... seinen Schaden schwächen, so gut wir können. Je weniger Schaden der mir macht, wenn er mal den Trench Spark Smackdown macht. Das klingt wie ein Wrestler-Move irgendwie. Halte im WWF! Corrupted Giant Trench Spark Smackdown! Yay. Haben wir genügend Gift drauf gestapelt? Nee, noch nicht. Trench Spark Smackdown! Und wieder hochgeheilt. So. Ja. Stress wieder ein bisschen reduzieren. Absolution. Und... Hack, hack! Nice. Tja... Was tue ich weg? Ich tue die Pamphlets weg. Okay, dann rasten wir mal hier. Okay. Irgendwas, was Nighttime Ambush verhindert? Nein. Psych Up will ich jetzt nicht unbedingt... 15%. Na komm. Das passt. Können auch ein bisschen den Stress reduzieren bei den Leuten. Dann zeigen noch ein bisschen. Nochmal Stress reduzieren. Machen nichts anderes außer Stress reduzieren und. The match is struck. A blazing star is born. Und jetzt hat er gar keinen Stress mehr und macht 45% mehr Schaden. Das heißt, wir steamrollen das Zeug hier jetzt. 4 Battles aber nur. Ich hoffe, dass jetzt auch nicht mehr allzu viele kommen werden. Aber der Collector, der konnte ja mal gar nichts. Ich glaube, der war outdated. Nach allen Sachen, was wir jetzt schon gemacht haben, ist das echt eine starke Gruppe. Oh Gott! Der mit dem Blub. Ja, ja. Wir gehen direkt in die Werwolf-Form und... 26 Schaden. Boom. Dann Vulnerability Weakening. Gar nicht, dass du viel Schaden erst machst, Kumpel. Ach komm schon, resist halt alles. Au. Okay. Kann man dich wenigstens vergiften? Ja, vergiften geht. Weakening Curse? Geht doch. Hey, Kollege. Rambo... Ist das dein Ernst? Der hat bisher jeden Kopfstoß hat so eine scheiß Trefferquote oder was? So, wenigstens hier mal voll heilen. Giftstacken bringt immer was bei solchen Gegnern. Okay, jetzt nochmal Rambok! Nice. Dodge, Speed, alles runter. Okay, jetzt können wir kurz voll heilen. Also, zack.
Und zack. Kilipe hier schön. Ups. Ach, er macht sich automatisch wieder zurück. Das ist natürlich praktisch. Haben wir noch irgendwas, um... Nee. Bäh. Da brauchst du, glaube ich, Verbände, um irgendwie den Kadaver zu stabilisieren. Scouting. Immer noch kein Secret-Raum. Ja, Gravedicken ist nicht das Beste. Und er ist krank geworden. Natürlich ist er krank geworden. Warum auch fucking nicht? Nächster Kampf. Hi. Autsch. Weniger gut. Vor allem die... Ich muss die tauschen. Oder muss ich die... Ja, wegen Iron Spawn muss ich sie tauschen. Kann ich jetzt aber auch nochmal so machen, dass ich die herhole. Komm. Erweck den Tiger in dir. Be manly. Rake. Und Gift. Einmal entgiften. Ach nein. Das Schrecklichste, was passieren konnte. Natürlich. Wenigstens komme ich bei dir jetzt mit Kopfstoß nach vorne. Und der Schaden reicht. Ja, muss so sein. Den kann man wenigstens ausschalten. Ja, du musst nach vorne. Poison Spores Dodge. Du musst nach hinten. Nein, wir brauchen deinen Schaden. Sorry. Du darfst dich noch nicht zurückverwandeln. Aber wir können einmal betäuben. Und jetzt, komm schon. Sechser. Ah. Nee, das hat keinen Wert. Dann lieber ihn hier curen. Und den Schaden aufbauen. Weakening Curse. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir gehofft habe. French Park Smackdown, Well of Things! A hand's breadth from becoming unwound. Au! Aha, au! 60er Crit? The ground quakes. Au! Wenigstens da auch ein Crit, aber trotzdem. Also manchmal. Ja, jetzt fliegen gerade die Crits, habe ich das Gefühl. Ja, komm, mach deinen Stress runter. Es kann nicht sein, dass du so viel Stress hast. Weakening Curse. Masterfully executed. Na. Daria! Okay, das geht noch. Er müsste jetzt definitiv daran sterben. Ein Nuller Heilung. Fuck yeah. Kann sich wenigstens selber heilen. Oh Gott im Himmel! What the actual hell?
Oh, da ist ein geheimer Raum. Wir haben noch zwei Kämpfe vor uns und wir haben einen geheimen Raum. Brauchen wir noch eine Schaufel? Nein, wir brauchen keine Schaufel mehr. Oh mein Gott. Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Okay. Das kann man irgendwie... Das geht irgendwie. Weakening Curse. Iron's Dodge, natürlich. Aber wir haben noch... Wir haben noch die Alternative. So viel Schaden vermindern wie geht. Mit so viel Stun wie geht. Ein Rabbit Rush geht natürlich durch, das ist klar, aber das ist okay. Hoffen wir nur, dass der jetzt nicht zuerst anfängt. Nein, er fängt nicht zuerst an. Dann nochmal Weakening. Ich hab den sein Dodge schon runter. Ach nee. Verdammt, war der falsche. Jetzt verstehe ich das. Das war das falsche. Verdammt. Komm schon. Nice. Reicht es? Nein, das reicht nicht ganz. Doomsday! Ja. The end is coming! Ah, Saria muss unbedingt geheilt werden. Transform! Und Ring! Double Dodge! Wenigstens das ist schon mal weg. Lass Saria in Ruhe! Oh Gott. Nuller Heal. Sehr schön. Warum auch nicht, aber wenigstens können wir das Bluten wegmachen. Ach, Gott sei Dank. Dodge. Okay, dann... Weiß echt nicht, was da gerade los ist. Wenigstens jetzt hat's mal gesessen. Dorian, kannst du mal bitte dich einmal zusammenreißen mit deinem Heal. Guck dir bei Killipa an. Okay. Bevor der irgendwas macht. Ja. Ich transformiere dich ja schon zurück. Und Absolution. Stress senken, Stress senken, Stress senken. Die Anzahl von Level 0 Heals in diesem Spiel sind eindeutig zu viel. Eindeutig. Okay, ich will das Gold, aber ich kann es gerade nicht. Ich brauche eh Platz. Ich brauche eh Platz. Also das hier brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann das Essen jetzt mal verteilen. So. Kann ich das Gold mitnehmen. Ich will mich jetzt nicht noch vergiften. Das ist das Blödeste, was ich tun könnte. Ich meine, ich kann mich immer noch vergiften, nachdem ich den Kampf gemacht habe. So wollte ich das sagen. Okay. Warum es immer am Schluss Banditen sind, ich habe keine Ahnung. Weakening Curse. Weniger Schaden ist immer gut. Transformation! Binding Gas?
Wenn man betäuben kann, warum dann nicht betäuben? Wenn man töten kann, warum dann nicht töten? Du solltest weniger Schaden machen. Ja, 11 Schaden ist okay. Verkraftbar. Dann wollen wir mal dich anfällig machen. Ja. Blade Grenade. Gift ist immer Gift. Okay, das macht gar nicht mehr Schaden. Aber es macht gut Schaden. Oh ja, punish Saria. Punish her hard. Weakening Curse. Ja, ich habe gehofft, dass es vielleicht ein Crit-Heal gibt oder so. Aber... Und zurücktransferieren. Stress für die Gruppe. Und Stress heilen für dich. Das nenne ich ein Punishment. Das können wir weg. Das möchte ich haben. Du darfst das trinken, wenn du lustig bist. Das hier weg. Ja, jetzt continue ich nicht noch kurz. Wie war das? Hier kann ich Bandagen einsetzen. Du musst eh... Aber hey! Sehr schön. Ja, Gluck, Gluck und so. Und raus hier, wir haben genügend Geld gemacht. Sehr schön. 30.000 Gold. Wir haben die Leute auf Level 6. Ja, Dorian denkt, dass er von Dämonen besessen ist. Das passt sogar irgendwie. Gott sei Dank. Es war nicht so knapp wie das letzte Mal, aber bei dem einen Kampf hier ging mir schon die Muffe mit dem Trenchbark Smackdown. Ich sag doch immer noch, das klingt wie ein Wrestler. Trenchbark Smackdown. Heute im WWF, der Unclean Giant. Das klingt so, wie so, was weiß ich, wie so ein mexikanischer Wrestler, der stinkt. Also nicht, dass Mexikaner generell stinken, sondern weil Unclean Giant, das ist quasi sein Markenzeichen. Ja, und ich kenne eigentlich nur mexikanische Wrestler. Ich habe zu viel glaub. Da ist mir das Spiel gecrashed. Aber es hat Gott sei Dank noch alles gespeichert, aber trotzdem. Der erste Crash, den ich dieses Spiel miterlebt habe. Wow. Du lässt dich nur auspeitschen, ne? Und Saria, du darfst alles machen. Ich brauche 23 Köpfe, dann könnte ich das Ding voll ausbauen. Was kriegt man so wenig Bilder, gell? Dann baue ich es mal vollends aus. Das müssen genügend sein. Sehr schön. Damit hätten wir auch das Kloster komplett ausgebildet. Und... Ah, du hast auch noch viel Stress, Kilipa. Sehr schön. Jetzt haben wir alle hier voll mit Stressheilung drin. Nice. Das Kloster ist komplett ausgebildet. Und das nächste Mal werden wir uns wieder in der Wild begeben und noch mehr nutzlosen Crap holen, den wir dann verkaufen können. Bis dahin! Darkest Dungeon! Und... Euer Imran. Oh, Geld!